Hallo ihr Lieben, ich bin Benedikta Günther und möchte heute wieder ein Bild malen, intuitiv, irgendetwas, weiß noch nicht, was mir so in die Finger fließt. Ich werde es sehen und das mache ich in mein Skizzenbuch. Das ist 20 x 14 cm. Vom Format her ist es richtig klasse, wie ich finde. Momentan mag ich das sehr, sehr gern. Hier habe ich ein Kreppband, mit dem mache ich mir einen Rahmen. Da ist ein Blatt Papier, das lege ich drunter, weil wenn die Aquarellfarbe, hier mein Kasten, durchschlägt, damit das andere Papier darunter eben nicht voll wird. Dann habe ich hier mein Ricoh-Pinsel, das ist ein 12er, dann Wasserpapier etwas, damit ich den oder ja, sauber machen kann, den Pinsel, ein Stadler Pigmentliner, ein 02er, habe aber noch verschiedene andere Stärken und hier mein Gelstift oder Silber oder Goldfarbe, je nachdem, ich werde sehen, was ich dann letztendlich hernehme. Ja, über einen Daumen hoch oder ein Abo würde ich mich ganz sehr freuen und schon legen wir einfach los. Auf geht's! Zuerst mache ich mir einen Rahmen mit Kreppband und dann mit einem wasserfesten schwarzen Feinliner mache ich mir dann Herzen. Mal sie kreuz und quer, wie es mir gerade in die Finger fließt. Und jetzt beginne ich mit dem Ausarbeiten der verschiedenen Herzen. Jetzt kommt die Farbe ins Spiel und genießt es einfach zu machen, einfach zu gestalten, wie es euch gefällt, ohne irgendwie nachzulegen. Wenn alles sehr gut getrocknet ist, beginne ich nochmal mit der Ausarbeitung mit dem weißen Gelstift.
mache hier und dort Akzente, wie es mir gefällt. Jetzt ist das Bild fertig und es sind ganz verschiedene Herzen geworden. Hat sich so ergeben und ich finde es eigentlich total schön. Freue mich darüber ganz sehr und ich hoffe, ihr macht es nach oder besser oder wie auch immer. Habt viel Freude am Malen, am Ausprobieren, am ja, sich selbst zu finden und viel Spaß bis zum nächsten Mal und im Anschluss bekommt ihr noch ein paar Details zur Ansicht. Okay, lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.